Hallo zu einer weiteren Folge Diablo 2 im Mod Median XL Sigma. Ja, herzlich willkommen zurück. Und zwar haben wir schon lange kein Diablo mehr gespielt. Also ich habe zumindest lange kein Diablo mehr gespielt. Wie es bei euch aussieht, weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe, ihr habt natürlich viel Diablo gespielt. Ich hatte nicht ganz so viel Zeit in letzter Zeit. Ich habe auch gerade eben schon eine kurze Aufnahme gehabt. So 2, 3 Minuten, bis ich gemerkt habe, oh, mein Mikrofon ist gemutet. Oh, mein Bild ist nicht da. Das musste ich jetzt gerade mal noch alles korrigieren. Jetzt sollten wir wieder ein Bild haben. Also ihr solltet wieder ein Bild haben. Und ja, da hatte ich gerade schon erzählt, dass wir das letzte Mal, als wir gespielt haben, die letzte Uber-Quest gemacht hatten. Die war, glaube ich, ah ja, genau hier, diesen Angels, Six Angel Back haben wir uns geholt. Also wir haben praktisch 6 Goldsäcke von den Engeln geholt und diese in einen vereint. Und mit dem Crystal Bird, glaube ich, hieß der, nochmal ein bisschen verstärkt, dass wir noch ein bisschen Light Radius und minus Enemy Elemental Resistance drauf bekommen haben. Ist also alles sehr von Vorteil für uns gewesen. Wir haben also somit einen weiteren Charm in unserem Inventar. Und nun waren wir auf dem Weg zum Duril, um davor noch eine Uber-Quest zu machen. Nämlich Baals Binding heißt die. Ich zeige euch dann, wo das ist. Also wo es ist, weiß ich, in Tal Rashas Tomb. Kurz vorm Eingang, also kurz bevor ihr praktisch zu Duril dann durchgeht, wo ihr den Horadric Staff reinsteckt, um den Weg frei zu machen. Dort gibt es einen Gegner, der heißt Soltun Kul. Soltun Kul sollte man spätestens aus Diablo 3 dann letzten Endes kennen. Das ist der überaus nervige Typ, den man für Kanais Cube praktisch wiederbelebt. Ja, und der dann immer permanent zuquatscht. Ist aber eigentlich ganz lustig. Genau, und das letzte Mal, als wir gespielt hatten, waren wir auch noch im Patch 1.04, 1.02, 1.08. Ich glaube 1.04, bin mir nicht ganz sicher. Mittlerweile sind wir im Patch 1.14. Da hatte ich ja das letzte Mal gesagt, als wir das letzte Mal gespielt hatten, dass es da jetzt eben ein Update geben würde am kommenden Freitag. Und den, das gab es jetzt eben auch. Mittlerweile ist es grün, ist das normal? Ich glaube ja. Kurz zur Erklärung, also ihr seht hier auf der Karte, Tal Rashas Tomb ist grün angekreidet. Vor dem letzten Patch war es blau. Und das ist immer das Grab, was das richtige Grab ist. Also das bedeutet immer, das eingefärbte Grab deutet immer darauf hin, dass ihr das richtige Grab gefunden habt. Oh, wir haben einen Ring gefunden. So, wo war ich? Ah ja, genau, also neuer Patch. Ist leider für die Trap Red nicht so interessant. Boah, eieiei. Boah. Okay. Ich kann mich nicht bewegen, weil ich ständig gestruckt werde. Das tat weh. Aus irgendeinem glücklichen Zufall sind wir nicht gestorben. Ja, also es gab nicht viele, also es gab viele Änderungen, aber leider keine davon haben den Druiden wirklich betroffen. Oder zumindest nicht die Trap Red. Soweit ich das beim Überfliegen kurz gesehen habe, ich habe es auch gerade eben erst nur kurz überflogen, hat hauptsächlich der Necromancer mit am meisten, also der hat die Changes bekommen. Ziemlich viele Changes. Und eine neue Season hat angefangen online. Wo ich jetzt tatsächlich auch überlegt habe, ob ich vielleicht online auch ein bisschen Season spiele, weil ich ehrlich gesagt noch nie online gespielt habe. Also ich spiele Median XL schon wirklich seit 7 Jahren jetzt fast, also 6 Jahre würde ich mal sagen. Und ich habe, glaube ich, noch nie ein einziges Mal den Online-Modus benutzt. Das wäre also durchaus noch eine Sache, die man machen könnte. Vielleicht könnte man da auch irgendwie so ein kleines Community-Event draus machen oder so, wenn ihr da mal Bock hättet, euch mit mir zusammenzuschließen und da vielleicht so einen Charakter mal hochzuleveln, irgendwie an einem Abend in der Woche. Könnte man ja durchaus mal andenken, wäre bestimmt lustig. Aber da könnt ihr mir mal in die Comments schreiben, was ihr davon haltet oder ob euch da irgendwie eine Idee kommt oder so. Da wäre ich für Vorschläge natürlich offen. Nicht so freilich. Ich bin auch am überlegen, also ich habe mittlerweile einen Discord-Server eingerichtet. Ich bin auch am überlegen, ob ich da vielleicht irgendwie mal, wenn ihr Bock habt oder so, dass man sich halt, keine Ahnung, am Wochenende, am Sonntag oder so, am Abend mal
im Discord-Server dann trifft, dass ich da dann joine und man sich einfach ein bisschen über Diablo oder sonstige Spiele unterhält, worauf man halt so Bock hat. Shit. Ah. So, da haben wir auch schon Sultan Kul, beziehungsweise seine Magier. Das heißt, es geht gleich schon auf die Uberquest zu. Holen wir hier mal unseren Bosskiller raus. Ah ja, doch stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Die haben die Mana-Kosten für die Trap Rite ziemlich erhöht. Also ziemlich erhöht. Sie haben sie erhöht. 10 oder 15% für die Fähigkeiten, für den Quillstorm und für die Thornwall. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Also auf jeden Fall haben sie da die Mana-Kosten erhöht. Das merke ich jetzt gerade auch ein bisschen. Das geht nicht ganz so smooth wie früher. Aber es müsste trotzdem gehen. Eieiei. Schaden macht er schon mal keinen. Das stimmt mich etwas positiv für die Überquest, die wir hier gleich kriegen werden. Ja, was ist bei der Überquest zu tun? Ich erkläre es euch am besten einmal kurz, bevor wir reingehen. Also, wir haben Binding auf Baal, das ist eine Dungeon Quest. Das heißt, die lockt sich wieder nach gewissen Sekunden. Dungeon Quests sind immer Sachen, die sich nach einer gewissen Zeit locken. Also das heißt, ihr könnt da nicht nochmal rein. Oder wenn ihr gestorben seid, könnt ihr sie nicht nochmal machen. Außer ihr macht den Server neu, kämpft euch nochmal hin und geht dann rein. Und Rifts wären welche, die frei begehbar sind, wo ihr kein Zeitlimit habt. So, was müssen wir bei dieser Überquest machen? Eigentlich relativ simpel. Hoppala. So. Ja, eigentlich relativ simpel. Also wir müssen da rein und sämtliche Gegner töten, um den Hauptgegner zu töten. Also der Hauptgegner ist unverwundbar und macht eigentlich ziemlich viel Schaden und drumherum sind ein Haufen Magier. Wir selbst verwandeln uns normalerweise in einen Baal, der recht schnell laufen kann. Oder war es denn ein Diablo hier? Nee, ich glaube ein Baal. Hier ist es tatsächlich ein Baal. Und ja, im Prinzip, ich zeige es euch jetzt, glaube ich, einfach mal. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der gute Junge letzten Endes keine Verbündeten mehr in seiner Umgebung hat. Und dann wird er angreifbar und wir können ihn fertig machen. So, schauen wir erstmal rein. Genau, der gute Tarascha ist es, den wir da kalt machen müssen. Jetzt müssen wir hier erstmal diese ganzen Horadric Mages wegmachen. Weil, ich weiß nicht, sieht man Tarascha hier schon irgendwo vielleicht? Sieht man ihn schon irgendwo? Momentan gerade nicht. Aber wenn wir ihn sehen würden... Ah doch, das hier oben scheint er zu sein. Also Immune to All Damage, da steht so unten. Stimmt, ist ja mittlerweile der untere Ladebalken. Und jetzt mit Baal will ich euch vielleicht auch nochmal ganz kurz zeigen. Ich verwandle mich mal ganz kurz. Genau. Also bei der Trap-Rite ist das immer so ein bisschen, es wird nicht direkt gezeigt. Ah, jetzt sehen wir auch, er ist verwundbar geworden. Aber, upsassa. Nee. Ah, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Oh. Müssen wir nochmal kurz raus? Ach nee, es geht ja nicht. Ja gut, okay. Dann müssen wir es jetzt so machen. Ach nee, geht ja nicht. Oh, scheiße. Fuck. Okay, hätte ich nicht zeigen dürfen. Das ist ein bisschen buggy. Mist. Vielleicht können wir es trotzdem noch machen. Ja, Mist. Also ihr werdet normalerweise in Baal verwandelt. Das gibt euch, glaube ich, außer dem Movement-Bonus passiert da eigentlich nichts weiter, soweit ich weiß. Bin mir da jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Das müsste man in der Beschreibung für das entsprechende Gebiet mal nachgucken. Aber ich glaube, also ihr kriegt einen leichten Movement Speed, ihr werdet etwas schneller. Ich glaube, ansonsten passiert nichts. Und als Druide könnt ihr nicht verwandelt werden, weil ihr eben in der Form seid. Und wie ihr gerade gesehen habt, als wir versucht haben, uns zurückzuverwandeln, haben wir uns immer nur in unsere normale Form zurückverwandelt, was ein bisschen scheiße jetzt für uns war. Also, falls ihr ein Druide seid, falls ihr ein Tree Warden oder ein...
Eine Trapped seid, verwandelt euch in dieser Quest, beziehungsweise in Quests, in denen ihr verwandelt werdet. Es gibt noch eine, mindestens noch eine, wo ihr auch in einen Diablo verwandelt werdet. Verwandelt dort euch nicht zurück, sondern behaltet eure Form bei, sonst kriegt ihr anscheinend ein kleines Problem. Wir hatten jetzt nochmal Glück, wir konnten nochmal problemlos raus, aber es scheint auch keinen, also ich habe auch keine Nachricht bekommen, dass es hier einen Lockdown gäbe. Das heißt, es ist vielleicht, also, vielleicht haben sie es mittlerweile auch rausgemacht. Oder wieder rausgemacht. Dass es keinen Lockdown mehr gibt oder sie haben die Mechanik etwas geändert. Das weiß ich nicht. Das müsste man tatsächlich dann mal in den Patch Notes nachgucken. Aber ansonsten normalerweise sind solche Gebiete immer nach einer Weile gesperrt. Wo ist er denn da? Also das letzte bisschen will ich ja nicht so ganz. Ah, jetzt haben wir ihn aber fast. Nochmal ein paar Acid Fiends. Zu seinem Vergnügen. Ja, ist schon lustig. Wir haben ihn eigentlich recht schnell runtergekriegt und jetzt hier so das letzte bisschen. Er wollte nicht ganz so schnell, wie wir wollten. So, wir haben dafür Folgendes bekommen und zwar Scroll of Kings. 8% to Spell Damage, 16% to All Attributes. Bin ich mir jetzt tatsächlich nicht ganz sicher, ob das optimal gerollt ist. Kann sein, dass es sogar gar nicht so gut gerollt ist. Könnte sein, dass die Attribute bis 20 hochgehen könnten. Ist jetzt aber erstmal nicht so schlimm. Also 16% mehr zu allen Attributen ist trotzdem eine geile Sache. Oh, vor allen Dingen, weil wir noch ein paar Punkte haben. Ach komm her, Dexterity. Ich glaube, ich könnte bald mal den... Ach, ich habe den... Nee, das Schild wollte ich unbedingt noch eine Stufe höher packen. Ah, dazu kann ich auch gerade noch was sagen. Seit dem neuen Patch nämlich, also seit dem Punkt 1.1, ist es wie folgt. Also in meinem Guide hatte ich gesagt, dass wir für das Upgraden von Unix, also von Doomfall oder von Claw Scratcher in dem Fall, also von Stufe 3 auf Stufe 4, ein Arcane Crystal und eine Rune braucht. Das haben sie jetzt tatsächlich geändert. Man braucht jetzt nur noch ein Arcane Crystal. Das heißt, egal ob ihr jetzt gelbe, also Rare Items um ein Level hochstufen wollt oder Unique Items, ihr braucht nur noch ein Arcane Crystal. Ja, genau. Also ohne Rune. Geht mittlerweile. War natürlich lustig, nachdem ich mir die ganze Arbeit mit dem Guide gemacht hatte, kommt der neue Patch raus und genau in dem Punkt ändern sie endlich mal was. Seit keine Ahnung was, wie lange. Damit ist mein Guide nicht mehr ganz aktuell. Eieiei. Okay. Baal ist eine fiese Ratte. Eieiei. Oh, shit. Wow. Habe ich Baal gesagt? Ich meinte Duriel. Duriel ist eine fiese Ratte. Oder ein fieser Wurm oder was auch immer. Ein fieser Zerg, genau. Es ist ein fieser Zerg. Duriel, der fiese Zerg. Tja, jetzt habe ich natürlich keinen Arcane Crystal mehr, ne? Doch, ich habe noch einen Arcane Crystal. Jetzt ist die Frage, könnte ich das Schild dann schon supporten, weil das Schild nochmal aufzurüsten gibt natürlich nochmal jede Menge Rüstung. Ich glaube, ich könnte es sogar schon supporten. Die Werte sind ziemlich hoch gerade. Ah, dann holen wir uns erstmal ein All of Disjunction. Ein All of Disjunction, bitte. Jawohl. Packen wir in den Cube. Denn wir haben gelernt, All of Disjunction plus Haufen Sockel. Zack, gleich Sockel wieder. Genau. Dann packen wir das hier rein und dann zeige ich es euch auch gleich mal. Ich mache es hier ohne eine Rune. Und hau die einfach nur so rein. Zack, hab das Ganze um 1 erhöht. Schon haben wir 2000 Rüstung mehr. Jetzt könnten wir da eigentlich noch einen Lucky Bonus drauf machen. Vielleicht so ein bisschen... Das ist eigentlich wäre das keine schlechte Idee, glaube ich. Einmal ein Oil of Luck. Packen wir auch noch mit rein, mit einem bisschen Glück. Was haben wir denn?
Ich glaube, Defense kann sich erhöhen, die Enhanced Defense kann sich erhöhen und das war's auch, glaube ich. Na, wir schauen mal. Ja, wir haben tatsächlich etwas mehr Enhanced Defense dazu bekommen. Das ist sehr, sehr geil. Dadurch haben wir fast nochmal 400 Defense mehr. Super, super. So, das Ding ziehen wir an. Schauen uns mal unsere Werte an. Die sind eigentlich alle vollkommen okay. Defense ist immer noch nicht sonderlich hoch. Aber wir sind auch noch nicht in eine Trap Route verwandelt, muss ich dazu sagen. Das muss ich kurz überlegen. Fire Resistance, Cold Resistance. Eigentlich müsste man jetzt etwas schönere Sachen hier reinpacken, aber ich habe gerade nichts Besseres, deswegen gibt es jetzt erstmal nochmal Steinchen drauf. Resistance kann, denke ich, nicht schaden. So, dann gucken wir mal. Wir holen uns noch unseren Barbaren wieder. Den werden wir brauchen bei Duriel. Was haben wir jetzt? 100.000. Der hittet uns immer noch mit 30%. Das ist verdammt hoch. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir das... Ja, zur Not müsste ich noch ein paar Mystic Orbs reinkuben. Ansonsten... Ansonsten weiß ich tatsächlich nicht, was ich sonst noch machen könnte. Dann werde ich wahrscheinlich... Dann kommen wir an dem Punkt, wo man langsam etwas grinden muss, beziehungsweise sich ein bisschen um seine Ausrüstung allgemein kümmern muss. Ah, doch, aber die Mehrrüstung macht auf jeden Fall... Oh, shit. Bisschen... Habe ich zu früh habe ich mich zu früh gefreut. Ich wollte gerade sagen, da hat die Rüstung schon was ausgemacht. Aber irgendwie dann doch nicht. Aber ich meine, das machen wir jetzt noch zwei, drei Mal. Dann haben wir uns gut durchgestorben. Dann sind wir auch im nächsten Akt. Im nächsten Akt gibt es dann sehr viel mehr nochmal zu machen. Da haben wir, glaube ich, dann drei Überquests insgesamt. Also ich glaube, zwei Dungeons und ein Rift oder umgekehrt. Oder in dem einen Rift sind insgesamt drei Stück. Also da haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun. Da können wir auch viel farmen. Da wird es auch auf jeden Fall nochmal sehr viel interessanter. Ah, Mist, ich habe meinen Barbaren vergessen. Ja, ich weiß, kostet jetzt jede Menge Geld. Ja, Bürger. Aber das muss tatsächlich sein. Ich glaube, ansonsten haben wir gegen Duriel keine Chance. Alles, was ich bräuchte, wäre vermutlich noch ein bisschen mehr Rüstung bei ihm. Da er wirklich sehr, sehr oft hittet. Oh shit. Ah, nee. Vielleicht, wenn man sich hier so in der Ecke verkriecht. Mal schauen, wir schauen mal, dass wir hier so viel wie möglich runterkriegen. Oh, ui. Hat er ernsthaft unsere ganzen Dinger platt gemacht? Nicht nur das, der hat sogar noch dazu unseren Barbaren umgehauen. Holla, die Arschfee. Der ist ja mies gelaunt, ey. Oh, nein, 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 nein. Aber zum Großen und Ganzen läuft das doch eigentlich. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, was hier so kleine Upgrades... Also man meint, kleine Upgrades, 2000 Rüstung auf einem Gegenstand mehr ist natürlich... Ah, okay, der macht ein Show of Rock, deswegen. 2000 Rüstung auf einem Gegenstand mehr ist natürlich sehr, sehr viel. Eieiei, Mann, der ist ja richtig mies gelaunt. Na, für unsere Eier hat er sich nicht großartig interessiert. Der Schmutz ist so kacke. Nun gut, wir werden erstmal etwas reparieren. Das ist okay. So, kommt da rein, das kommt da rein. Seid gegrüßt. Ja, also als nächstes ist auf jeden Fall angedacht, dass wir hier mal die Ausrüstung erstmal zumindest auf Maximum bringen. Hier einen neuen Gürtel. Na gut, die sind schon ganz schön hoch, aber ja, als nächstes wird es auf jeden Fall
Ausrüstung aufgerüstet. Sonst werden wir bei... Oh, wie heißt der nochmal? Verdammt, Mephisto werden wir sonst ziemlich dumm aus der Wäsche gucken. Und das wollen wir doch nicht. Ein paar Acid Fiends. Unmöglich. Unmöglich, ja, das glaube ich dir. So, und hinein. Aber diesmal Schnelltürme beschworen. Ah, wir haben noch volle Mana, das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall. Oh. Nicht auf unsere Mana aufpassen. Nicht auf unsere HP aufpassen. Ah, wir haben ihn aber gut runter. Ich würde sagen, den machen wir in der Folge jetzt noch fertig. Das dauert jetzt noch 2-3 Minuten, schätze ich mal. Wie kann ich euch helfen? Ich weiß nicht, will ich so viel Geld raushauen? Nee, ne, wir haben auch nicht mehr so viel Geld. Na gut, dann versuche ich jetzt erstmal ohne den Barbaren noch durchzuschaffen. Nur mit Acid Fiends. Ja, also den erschlagen wir noch in dieser Folge, dann beenden wir die Folge und sehen uns dann schon wieder in der nächsten Folge wieder. Oh, ich habe kein... Oh nein, scheiße, ich habe kein Portal gestellt. Ja gut, okay, soweit ist es jetzt auch nicht. Kriegen wir hin. Hoppala. Eieiei, ich meine, die Türme sind echt fies. Das Dumme ist, ich muss so schnell Acid Fiends nachcasten, dass ich keine Mana mehr für anständige Angriffe habe. Diese Fähigkeit, die ihr im Übrigen gerade von ihm seht, die ihn so lustig grau macht und dann von ihm so Wellen ausgehen lässt, die hat der hat die Tree Warden Form auch. Ich fand diesen Skill immer scheiße, aber in gewissen Situationen, wo mehr Tankiness erfordert ist und er trotzdem Schaden machen wollte, ist der tatsächlich sehr von Vorteil. Aber er ist halt irgendwie so, ach, ich weiß nicht, ich mag solche Skills nicht. Der hält halt irgendwie nur so 10, 15 Sekunden oder so, macht 3 Wellen und dann müsst ihr dann halt wieder casten. Solche Skills mag ich für gewöhnlich nicht so gern. Da bin ich ein fauler Mensch. Da habe ich einen Wirbelbarbaren aus Diablo 3 viel lieber. Einfach nur eine Taste drücken. Und ab und zu mal noch die zweite, damit man Loot aufheben kann. So, rennen wir da mal nochmal kurz hin, damit wir das Portal wieder stellen können, was ich vergessen habe. Das macht die Folge jetzt natürlich ein bisschen länger. Aber dafür können wir seit langem mal wieder die Rennfunktion ausprobieren, beziehungsweise benutzen. Ausprobieren muss man die ja eigentlich nicht mehr. Und nein, die ist nicht neu, die gibt es schon seit Sigma. Also im Prinzip gab es sie schon früher, aber da sollte man es nicht machen. Seit Sigma ist sie benutzbar in diesem Mod. So, da sind wir auch schon wieder. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein Refilling Shrine. Gut. Schauen wir nochmal, dass wir ihm nochmal ordentlich Schaden machen. Ja, solange er keine Türme castet oder sich in sein steinernes Gewand hüllt, ist der halt eigentlich ziemlich easy. Aber deswegen hat er den ganzen Shit ja. So, damit haben wir ihn auch schon geschafft und haben ein paar Arcane Crystals, eine Ja-Rune und einen Tribuchet bekommen. Necromancer und die hatten wir schon? Nee, die. Sehr schön. Viel Futter für den Cube. Damit können wir problemlos Arcane Crystals herstellen. Ja, und damit wäre Akt 2 ebenfalls schon geschafft. Wir werden uns noch kurz in die Stadt begeben, kurz noch mit allen möglichen Leuten quatschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich habe es geschafft, ganz genau. So, jetzt mit Gerit reden oder Jerif. Guten Tag. Ja. Jerin heißt er. Jerin? Jeren? Keine Ahnung. Irgendwie so.
Ja, und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge wieder. Bis dann.